Ja, zwischen meinem letzten Video zu dem Thema und dem heutigen habe ich ein paar Rezeptvideos gemacht, um was zu essen herzustellen oder auch Salben herzustellen. Ja, heute soll es darum gehen, wie wird sich die Gesellschaft verändern. Das ist auch kein so brisantes Thema, denn da ist noch ein bisschen hin, wenn es überhaupt kommt, ich hoffe nicht. Aber die Zeichen, wie man schon schön sagt, die stehen auf Sturm. Im Hintergrund seht ihr einen Lehrpfad, einen geologischen Lehrpfad. Hier führt mich mein Weg jedes Mal her. Gibt es auch viele Wildkräuter, Wildpflanzen. Es ist nicht viel los. Es ist heute sehr heiß, wie immer. Wohin wird das gehen? Gesellschaftlich gesehen. Da muss man erstmal zurückgehen in die Geschichte. In schlechten Zeiten, was ist da passiert mit der Gesellschaft? Ja, es gab eine Gruppenbildung, eine Clanbildung, Dorfgemeinschaften, zum Teil das ganze Dorf, zum Teil haben sich die gespalten in mehrere kleine. Und die eine Gruppe hat der anderen leider das schwarze Unterfingerring nicht gegönnt. Hatte der eine weniger, hat er sich von dem geholt, der mehr hatte. Ja, auf diese Zeiten gehen wir zu. Diese großen Blätter dort oben, das sind alles Huflattichblätter. Die kann man auch essen, allerdings in dem Alter schon eher zäh. Das sollte man früher im Frühjahr sammeln, wenn man auch die Blüten mitnimmt, gibt einen hervorragenden Hustentee. So, was bringt mich jetzt zu dieser Behauptung, dass es Gruppenbildung geben wird? Ja, dazu muss man erstmal das vorherige Video anschauen. Da geht es um Zensur und Manipulation. Eigensensur. Und dann versteht man auch, dass man nicht überall alles reden kann. Wenn man dann auch reden will, vernünftig reden will, dann sucht man sich eine Gruppe, in der man es kann. Da haben wir schon diese Gruppenbildung, von der ich gesprochen habe. Dann, der nächste Faktor, der da reinspielt, ist die kommende Geldnot der Leute. Leute, die Inflation ist ja schon da. Sie wird nur von vielen nicht wahrgenommen oder sie wollen sie nicht wahrnehmen, weil ihnen andere Dinge wichtiger sind. Aber allein im Bausektor teilweise um 600%ige Steigerung der Preise, bei Lebensmitteln zwischen 11% und 30%. Das wird so weitergehen. Und nach der Wahl wird man uns zur Kasse bitten. Der Staat kann sich nicht mehr finanzieren, also wird er eins tun. Er wird die Steuern erhöhen. Ja, er wird die Steuern erhöhen. Da heißt es immer, ja, wir werden den Spitzensteuersatz erhöhen. Aber denk mal nach. Ich arbeite in einem Betrieb mit 2000 Leuten. Ein Manager, 999 Angestellte. Wenn ich jetzt den Spitzensteuersatz von einer Person erhöhe, dann kriege ich von dem vielleicht im Jahr 2.000, 3.000 Euro mehr. Dann will ich nicht drin sein. Wenn ich den Steuersatz aber nur um 1, 2, 3% für die 999 erhöhe, dann kriege ich wesentlich mehr in die Kasse. Also wird man den kleinen Bürger zur Kasse bitten. Weil das einfach die Masse ist, die hier lebt. Ja? Und außerdem, die Leute, die Geld haben, haben ihr Geld schon längst in Sicherheit gebracht, sodass die Steuer ihnen nichts mehr wegnehmen kann. Denn die halten sich nicht an Regeln, im Gegensatz zu euch. Ein weiterer Grund, dass man sich in Gruppen organisieren wird, ist, dass, dass man versuchen wird, nein, man wird es nicht versuchen, man wird es tun, die Leute zu kriminalisieren. Man wird ihnen Dinge unterstellen, man wird neue Fakten schaffen, neue No-Gos. Ja, mit wem soll man sich da noch austauschen? Alleine ist man schwach, in der Gruppe ist man stark, das hat man schon in der Geschichte gelernt. Ein kleiner Stamm ist draufgegangen, die großen Stämme haben gewonnen. So wird es da auch sein. Der einzelne kleine Mann, der wird alles verlieren. Und eine Gruppe, die sich zu helfen weiß, die kann es vielleicht überleben. Gegenseitige Hilfe und Zusammenarbeit ist der Schlüssel. Aber genau das versuchen sie zu verhindern. Sie versuchen, einen Keil zwischen uns zu treiben, damit wir eben solo dastehen, damit wir uns nicht wehren können, damit wir uns nicht behaupten können. Und das ist ein weiterer Grund, warum es zur Gruppenbildung kommen wird. Hinter mir seht ihr einen Kabelclub. Als Verein organisiert. Verein ist nichts anderes als eine kleine Gruppe, die zusammenhält. In der heutigen Zeit ist es leider nicht mehr so. Solche Vereine sind Austragungsort von Intrigen,
Anfeindungen. Früher war das halt anders. Früher ist man in einen Verein gegangen und man hat sich gegenseitig geholfen. Heutzutage ist es nur ein netter Zeitvertreib. Mir auch nicht. Tut's euch nicht an. Ich bin selbst in einem Verein, in einem großen Trachtenverein. Der hat sich in den letzten Jahren nicht zum Besten entwickelt. Jetzt in Corona-Zeiten ist sowieso nichts los. Die Vereinstreffen sind alle abgesagt worden. Sie beginnen jetzt langsam wieder. Wir werden sehen, in wie vielen Tagen, Wochen, ich sage nicht Monaten, in Wochen, wir wieder steigende Inzidenzen haben und ein Treffen wieder unmöglich gemacht wird. Brennnessel, das wohl bekannteste Kraut, Unkraut ist es nicht aus meiner Sicht, in der Nachkriegszeit hat man diese oft verwendet, um Suppen zu kochen. Denn diese Samenstände hier, die sind jetzt noch nicht reif, die sind sehr proteinreich. Und Protein braucht der Mensch. Wenn er schon kein tierisches Eiweiß kriegt, dann wenigstens pflanzliches Protein. Was in Corona-Zeiten noch für eine Gruppenbildung spricht, sind die Vorgaben von oben. Ein Treffen ist sowieso nur erlaubt mit 1, 2 oder 3 fremden Personen im Haushalt. Das führt automatisch zu einer Gruppenbildung. Man hat ja gemeinsame Interessen, sich zu treffen, sich auszutauschen. Aber eigentlich will man das ja nicht. Eigentlich will man ja nicht, dass man sich trifft. Gut, aber man muss es zulassen, denn der Mensch ist ein soziales Wesen und will nun mal soziale Kontakte haben. Im absoluten Krisenfall wird diese Gruppenbildung dann eher zur Bandenbildung umschlagen. Und die werden sich dann holen mit Gewalt, was sie so nicht mehr haben. Auch das hat man oft genug gesehen in der Nachkriegszeit. Aber auch während des Krieges, die Soldaten, die Besatzer haben sich auch genommen, was immer sie wollten. Und sei es das Töchterlein einer Familie. Vor Gewalt ist man also nicht gefeit. Auch darüber solltet ihr mal nachdenken. So eine Gruppenbildung kann ganz, ganz schnell ins Extrem umschlagen. Vielleicht fallen euch ja noch ein paar Gründe ein, warum sich Gruppen bilden. Vielleicht habe ich auch ein paar Sachen übersehen. Vielleicht seid ihr auch bald bei ein paar Dingen anderer Meinung. Dafür sind die Kommentare da. Schreibt mir eure Meinung, schreibt mir, was ich übersehen habe. Ich würde mich darüber freuen, denn man lernt nie aus. Dann bis zum nächsten Beitrag. Macht's gut!